mache so ein paar Späßchen und dann cuttet man das so ein bisschen, dass es dann... Weißt ja, dann machen wir Späßchen, ist ja lustig. Bodegas, Fun, guck mal, da steht schon Fun. Kommt was Witziges noch? Nee, also okay. Das, der Fun war das einzige Witzige. Ist alter Wein gleich guter Wein? Das schauen wir uns heute an. Seid mit dabei. Hey, liebe Weinfreunde. Ich bin Katja. Die junge Dame, die so eilig hat, ist Katja und ich bin Johannes. Und wir schauen uns heute an, ob gereifter Wein, alter Wein, auch ein guter Wein ist. Wirklich auch guter Wein ist. Genau. Man sagt ja immer, man reift wie ein guter Wein. Schauen wir mal, ob das Kompliment auch so wahr ist oder ob das einfach nur eine Floskel ist. Also ich finde auf jeden Fall die Flasche schon mal sehr hübsch. So. Sieht richtig edel aus. Ich finde, es sieht schon fast ein bisschen so fürstlich-königlich aus. Absolut. Also das, wenn wir jetzt mal anfangen, wenn wir die... So, wenn wir diese Weinflasche hier jetzt bewerten müssten auf Design, dann würde sie für Design schon mal definitiv volle Punktzahl, volle Punktzahl abstauben. Warum macht man eigentlich am Korken, zum Gucken, ob der noch gut ist, oder lass mal auch mal schnuppern? Also eigentlich, ja, also normalerweise kann man am Korken nicht viel riechen, das ist irgendwie, man kann das aus Nostalgie machen. Ja, also ich mach's auch nur aus Nostalgie. Das passt irgendwie genau in meine Nase rein. Sonst hat das eigentlich nicht so viel Wert. Also wenn ihr jetzt einen Wein habt, der korkt, also der echt im Eimer ist, weil der Korken kaputt war, dann kann man das am Korken normalerweise riechen. Ansonsten riecht es auch im Wein. Ja, also dann, das ist wichtiger. Also wenn der Korken kacke riecht, aber der Wein voll riecht, dann so what, dann ist auch egal. Also man kann es nicht unbedingt am Korken? Nicht zwangsläufig. Also wenn es echt komplett im Eimer ist, dann merkst du es am Korken voll, aber dann merkst du es im Glas genauso. Na gut. Also die Flasche finde ich auf jeden Fall super. Reserva, so ist die, heißt die Traube, oder? Nein. Gut, genau. Dann lernen wir wieder was Neues. Ausgezeichnet. Wir spulen mal ein bisschen zurück. So, das hier ist ein spanischer Wein. Und jede Weinbauregion hat so ein bisschen eigene Vorstellungen, was Qualität bedeutet. In Deutschland ist im Weingesetz festgeschrieben, je reifer ein Wein ist, also je mehr Zucker in den Trauben ist, desto höher ist die Qualität von dem Wein, den man hinterher draus macht. Also je mehr Zucker die Trauben bei der Ernte haben, desto höher das Prädikat des Weines und dementsprechend der Wert. Das kommt von ziemlich lange her, als in Deutschland es noch deutlich kühler war als jetzt gerade und es richtig schwer war, reife Trauben zu haben. So, heute ist das eigentlich, das kann man ein bisschen vergessen, weil auch in Deutschland kriegt man immer reife Trauben jedes Jahr. Und in Spanien ist es zum Beispiel jetzt so, die sagen, hey, uns doch bums wurscht, wie reif die Trauben werden, bei uns werden die immer reif. Und deswegen gehen die her und sagen, hey, die Qualität eines Weines ist davon abhängig, wie lange der gereift ist, wie alt er ist. Und da gibt es dann die Stufen Crianza, schon mal auch vielleicht irgendwo gehört, Reserva, das ist praktisch die mittlere. Und dann gibt es noch Gran Reserva. Je höher manche in diese Stufe steigt, desto älter ist der Wein. Okay, das heißt, das ist jetzt vom Mittelalt. Genau. Woher weiß ich dann jetzt die Traube? Das steht nicht drauf, weil das ist kein deutscher Wein. Genau, richtig. Der kommt aus Rioja. Das ist dann wieder ein so ein Weinbaugebiet, wo es leider auch wieder so ist, dass nirgends draufsteht jetzt, was ist drin, sondern man muss es wissen. Man muss es wissen und bei Rioja ist es jetzt in dem Fall so, dass da eigentlich einfach Tempranillo drin ist. Tempranillo. Die Traube. Spanische Traube Nummer 1. Tempranillo. Muss man wissen, genau. Wenn man es nicht weiß. Und wir haben es jetzt noch gar nicht erwähnt, aber dieses Schätzchen hier ist tatsächlich 10 Jahre alt, also das ist ein 2012er Jahrgang. Genau, zu dem Thema jetzt wieder alter Wein. Der ist gut gereift und der ist aktuell verfügbar, das heißt, man kann den kaufen. Genau, also wir schauen uns das jetzt nicht aus reiner Nostalgie an, sondern diesen Wein, der wird aktuell verkauft, den gibt es so. Also die sind wirklich im Weingut, muss man sich mal vorstellen, ist voll verrückt eigentlich. Der Wein hat mich jetzt 25 Euro gekostet und der ist von 2012. Also haben die so wenig von dem verkauft oder haben die so viel gemacht? Die gönnen sich das. Also bei Spanien erlebst du es immer wieder. Du findest teilweise von Faustino, kann ich mal einblenden die Flasche. Faustino ist auch ein ganz, ganz großer spanischer Produzent. Eher Massenware. Aber die gehen auch her und lagern die Weine einfach richtig lange, bevor sie überhaupt in den Markt gehen. Wenn du jetzt heute zu einem gut sortierten... Ach, den gibt es noch gar nicht so lange im Markt dann in dem... Nein, richtig. Ach, also wenn du heute zu einem gut sortierten Kaufland gehst, dann findest du da Faustino, auch Rioja, von 2010 teilweise. Ja, weil das finde ich nämlich krass, weil es gibt ja manche Weingüter, da sind zum Beispiel so
sehr beliebte gute Jahrgänge, die schon älter sind, die kosten dann halt auch mal ein halbes Vermögen, wenn man die Flaschen kauft. Auf jeden Fall. Weil es die halt dann wirklich nur noch so wenige Exemplare davon gibt. Es ist Angebot und Nachfrage, genau. Und die Spanier gehen dann oft her und sagen, hey, ja, guter Wein muss alt sein und deswegen legen wir uns mal eine halbe Million Flaschen in den Keller und in 7 Jahren verkaufen wir die. Ja, wirklich, die machen das. Also, es ist sehr... Für den Irre. Also die Nase... Also vom Geruch her, der riecht schon sehr trocken, auch so ein bisschen nach Sommerregennacht oder so. Mhm. So wenn der Teer noch so heiß ist und dann regnet es nachts oder abends so, Sommerregen. Ja, kannst du es auch riechen? Boah, es ist total steinig. Es ist ein Fest, es ist ein absolutes Fest. Mhm. Klingt dumm, aber ich würde sagen fruchtige Steine. Mhm. Also es ist nicht so einfach nur Teer. So. Ich kann es nicht ganz festmachen, die Frucht. Ich auch nicht. Ich würde sagen, vielleicht braucht er auch noch ein bisschen Zeit, jetzt er offen. Jetzt warte mal. Alter, riecht der gut. Hast du schon probiert? Mhm. Oh, riecht das schön. Riecht das schön, ey. Irgendwie was in Richtung Granatapfel vielleicht? Mhm. Was gibt's denn noch so für Obst? Granatapfel bin ich total dabei. Mhm. Ich würde sagen, so getrocknete Blutorange. Mhm. Ich habe sie noch nicht gerochen, aber ich kann es mir vorstellen. Auch vielleicht so ein bisschen Grapefruit. Total steinig. Also schmecken finde ich jetzt, also ich glaube, das ist jetzt genau so ein Wein, der mir jetzt vom Geruch her gefällt, vom Geschmack her irgendwie jetzt geht so. Mhm. Aber ich glaube, wenn ich da ein, zwei Gläser getrunken habe, finde ich den brutal geil. Das kann gut sein. Das ist genau so ein Wein, der mir beim ersten Glas nicht schmeckt und dann auf einmal finde ich ihn irgendwie geil. Der hat so was ganz Spezielles. Ja, ja. Das sind auch so ein bisschen rote Beete. Ich würde eher sagen Moos. Moos oder Waldboden, sowas. Ja, doch, voll Moos, ja. Ich habe aber auch was leicht Vanilliges. Mhm. Vielleicht eher, ich habe doch jetzt auch so diese Tonkabohne. Doch, mehr ja. Mehr Vanille, gell? Mehr Tonkabohne. Stimmt. Alter, das ist, also... Ich kann mir gar nicht das Grinsen verkneifen, wenn ich da reinrieche. Das ist, also, gut, ist ja? So schön, da rein zu riechen. Und was ich auch finde... Also den gibt man auf jeden Fall nicht ab. Nein. Den trinkt man alleine. Also was ich auch finde, nimm mal einen Schluck und achte mal drauf, wie lang der Abgang ist. Das finde ich richtig krass bei dem. Das ist so ein Wein für mich, den pluckt man runter und es kommt Nachhall und Nachhall. Ja. Ja. Stimmt so 5-6 Sekunden, oder? Lange. Lange auf jeden Fall. Also, der ist gut. Der ist gut. Mhm. Ich bin jetzt da nicht der größte Freund, muss ich sagen, von spanischen Weinen. Auch nicht von Rioja. Sind tolle Weine. Ist nicht das, wo mein Herz richtig höher schlägt. So ist nicht ganz mein Stil. Aber das ist halt fantastisch. Also diese Geschichte, dass mich einfach Weine bekommt, die teilweise halb so alt sind wie man selber, wenn ihr gerade noch gerade 20 seid. Frisch 18 seid und anfängt Alkohol zu trinken. Die Weine sind halb so alt wie ihr selber. Und es ist halt super erschwinglich so. Also das es geht keiner pleite, wenn er sich so einen Wein mal kauft. Und das kann man sich einfach kaufen. Ja. Wie viel Geld gibt man sinnlos aus? Ja, also das ist, ich finde das fantastisch, dass Spanier hier sowas macht, einfach weil man es erlebt. Und es ist eine andere Charakteristik. Mhm. Also diese Aromen. Das ist wirklich eine Reise. Richtig. Das ist wirklich eine diese Reise. Diese Aromen, die man so in einem Glas hat, in so einem gereiften Wein, die findest du nicht in einem frischen. Da kannst du auch hergehen und 500 Euro für eine Flasche Wein ausgeben, wenn der... Jung ist der Wein. Wenn der 1-2 Jahre alt ist, dann kannst du nicht solche Aromen haben. Weil da sind jetzt Aromen drin, die haben sich entwickelt über diese Zeit. Also alt ist nicht automatisch gut. Manche Weine, da ist die Qualität nicht ausreichend, dass einfach irgendwelche Inhaltsstoffe drin sind, die über die Zeit dann dem Wein mehr schaden, als dass sie ihm gut tun. Auf jeden Fall. Aber diese Aromen, die jetzt hier im Glas sind, die kriegst du nicht bei jungem, frischem Wein. Keine Chance. Das muss reifen. Nur mit Reife kannst du diese Aromen entwickeln. Und was das angeht, ist es jetzt egal, ob einem sowas schmeckt oder nicht. Es ist absolut ein Investment wert, um so ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen. Das ist jetzt ja nicht die Welt. So einen Wein zu kaufen und das mal zu erleben, wie so ein gereifter Wein wirklich was ist. Was heißt, es schmeckt nicht? Es gibt manche Lebensmittel auch, die schmecken jetzt nicht so, dass man denkt, boah, das schmeckt so lecker, wie jetzt, keine Ahnung, ein Burger oder so. Denkt man sich, da beißt man rein, denkt sich, boah, geil. Aber dann gibt es andere Lebensmittel, die schmecken irgendwie so auf ihre Art und Weise und man denkt sich, eigentlich grundsätzlich ist der Geschmack nicht gut, aber irgendwie schmeckt es halt so geil. Mhm. Vielleicht eine Grapefruit oder so. Die Grapefruit ist eigentlich total bitter und vom Geschmack jetzt nicht mega lecker, sage ich jetzt mal, aber wenn man so eine richtig geile Grapefruit isst, dann schmeckt es
trotzdem irgendwie richtig gut. Ich finde die Farbe auch voll auf geil. Seine eigene Art und Weise halt. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also, keine Ahnung, war jetzt vielleicht auch ein schlechtes Beispiel, aber vielleicht wisst ihr auch, was ich meine. Ja. Die Farbe ist total rot, gell? Ja, da ist gar nichts Lilanes drin. Das ist richtig Blut. Rot, oder? Das ist richtig rot. Da ist gar kein so ein lila Stich drin. Schau mal, das sieht auch so ein bisschen aus wie so ein getrocknetes Blut von der Farbe. Ja. Weißt du, wofür ich den Wein auch schätze? Also ich kann es mir kaum vorstellen, dass jemand, der jetzt nicht so viel mit Weinen anfangen kann oder ein Einsteiger ist, dass er bei dem Wein reinriecht und nicht sofort merkt, dass da echt was Besonderes los ist. Oder? Das ist einfach, wenn du da reinriechst, ich glaube nicht, dass ihr da reinriecht, könnt einfach sagen können, ja, ist halt ein Rotwein. Ja. Also geschmacklich verstehe ich voll, dass es nicht sein Ding sein muss, aber wenn man da reinriecht, das ist großartig. Das ist aber Delikatessen... Großartig. Delikatessen müssen manchmal nicht mega lecker sein, sondern Delikatessen haben einfach was Besonderes an sich und deswegen isst man die. Sehr guter Einwand, genau, richtig. Das ist, zum Beispiel Austern. Genau, das ist ein gutes Beispiel, was ihr sagt. Also viele Delikatessen, die sind total großartig, wenn man die mal einfach mal isst, eine kleine Menge davon hat, das mal erlebt, der Hammer. So, aber ich würde das jetzt nicht täglich zum Mittagessen bestimmen. Ja, genau, nicht, da esse ich lieber... Ja, irgendwas, was halt nicht so überfordert auch. Ne? Ja, also irgendwie ist nicht was Nudeln oder so, keine Ahnung, kann man ja zum Beispiel jeden Tag essen. Mhm. Also, super. Ich muss sagen, punktemäßig würde ich dem jetzt auf jeden Fall eine 4,3 geben. Was denkst du so? Ich glaube, 4,3 hat er sogar bei Vivino auch. Aha. Ja, ich bin da ganz ähnlich unterwegs. Ist auf jeden Fall kein Alltagswein, aber er ist echt lecker. Also, wenn ich jetzt nur noch Geruch bewerten würde, dann ist das 4,8, 4,9. Das ist bombastisch, ist das. Ja, aber der Geschmack... Ja, der Geschmack... Ich finde, der riecht besser, als er schmeckt. Ja. Aber deswegen 4,3 finde ich ja super. Ja, ich finde den Geschmack ein bisschen verschlossen. Mhm. Vielleicht muss man den aber auch atmen. Aber im Geruch, das ist eine Symphonie, das ist eine Reise, was da in diesem Glas das los ist. Das ist großartig. Das ist, also das ist Emotion pur, so, dieser Geruch. Der ist echt lecker. Aber, wie gesagt, kein Alltagswein, das ist wirklich mal was man sich gönnt. Ist auch Hammer. Mehr ein Winterwein, finde ich eigentlich. Ist jetzt nicht unbedingt die richtige Jahreszeit dazu. Das ist ganz lustig, gell? Das ist ganz lustig, das zu sagen über einen spanischen Wein, wo immer die Sonne scheint und immer warm ist, zu sagen, ja, das ist ein Winterwein. Ja, aber ist eher schwer. Finde ich gar nicht. Wir können mal einen wirklich schweren Wein trinken. Der ist nicht wirklich schwer. Schlafe ich während dem Video. Aber der ist nämlich hauptsächlich geprägt von seiner Säure. Mhm. Merkst du das? Der ist jetzt nicht so richtig schwer, so diese Tannine, weißt du, die so den Mund zukleben und ausdrücken. Ja, dieses heftige. Genau, der läuft total auf der Säure. Der ist eigentlich, er ist reif und ein bisschen schwer, aber eigentlich ist er richtig säureknackig. Ja, aber trotzdem ist es ein Wein, wo ich finde, der ist jetzt nicht für den Sommer oder Frühling gemacht. Der ist schon eher ein Winterwein. Verstehe ich, was du meinst. Ich würde trotzdem Sommer trinken. Ja, jetzt haben wir ja schon fast Sommer. Machen wir ja auch gerade. Ja. So, genau. Entschuldigung, Punkte. 4,3. 4,3. Ich schließe mich da komplett an. Bin mit 4,3 auch dabei. Und, also, ich sag's dir, ich bin immer wieder verblüfft, wie wir so ähnlich mit unseren Punkten sind, obwohl ich hier wirklich, glaube ich, einen ganz anderen Anspruch und eine andere Herangehensweise habe als du, die einfach nur sagt, ich trinke halt, was mir schmeckt. Ja, siehst du mal. Finde ich echt spannend. Ich habe auch schon viel gelernt. Ja, Leute, also mich würde schrecklich interessieren, ob es euch Zuschauern genauso geht, dass ihr so Weine jetzt, die wir hier mal probieren, dass ihr die auch probiert. Und was sagt ihr dazu? Also geht es euch da genauso, dass ihr irgendwie sagt, hey, der Junior Sommelier und die Genusstrinkerin kommen hier zum gleichen Ergebnis wie ihr selber jetzt? Oder landet ihr da ganz woanders und sagt, hey, kann ich ja gar nicht verstehen, was die da reden, das ist ja... blödes Zeug. Ja. So. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Und ob ihr euch so einen Wein auch mal kaufen würdet. Genau. Und das würde mich auch interessieren. Abonniert unseren Kanal, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Wir freuen uns über jeden einzelnen Kommentar. Folgt uns auf Instagram und dann freuen wir uns. Genau. Schreibt gerne dazu. Habt ihr schon mal so alte Weine getrunken? Taugt euch sowas? Könnt ihr damit gar nichts anfangen? Und vielleicht sogar, was würde euch interessieren, dass wir uns mal anschauen und verkosten. Genau, vielleicht haben wir dann den einen oder anderen Wunsch, den wir fürs nächste Video dann berücksichtigen können. Genau. Freunde, macht es gut. Bis bald. Schenkt euch was Schönes ein und habt einen tollen Tag. Bye, bye. Ciao. Bye.